see Christus ist auferstanden aus den Toten. Das ist die Botschaft von Ostern. Er lebt, er ist auferstanden. Karfreitag feiern wir seine Kreuzigung, aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und die Bibel zeigt uns, wie entscheidend, wie wichtig die Auferstehung Jesu ist. Und ich möchte mit uns heute Morgen betrachten anhand der Schrift eine ganz entscheidende Auswirkung der Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte mit uns lesen aus Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Da steht geschrieben, darum kann er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott treten, vollkommene Rettung verschaffen. Er lebt ja alle Zeit um fürbittend, segnend für sie einzutreten. Und Hebräer 9:11, Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter auftrat, durch das größere Zelt und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels Blut. Von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das himmlische Allerheiligste eingegangen und hat eine ewig gültige Erlösung erfunden. Bis dahin. Um das, was uns hier erklärt wird, verstehen zu können, möchte ich mit uns Gottes Wort betrachten und zwar in Mose. Das ist ein Schatten, auf das hin, was uns jetzt hier von Jesus berichtet wird. In 3. Mose 16 lesen wir von Aaron, dem hohen Priester. Und da geht es um den Versöhnungstag. Gott hatte einen hohen Priester bestimmt, der für das Volk, für das Volk Israel Opfer bringen sollte für all ihre Vergehen, für Übertretungen, für all ihre Sünden. Und einmal im Jahr, dem sogenannten Versöhnungstag, der Versöhnungsfeier oder dem Versöhnungsfest, war es dem Priester auferlegt, dem Hohenpriester hineinzugehen in das Allerheiligste. Die Stiftshütte war ja... Unterteilt in drei Bereiche. Den Vorhof, wo die Tiere geschlachtet und geopfert wurden, das Heiligtum und das Allerheiligste, das abgetrennt war mit einem Vorhang von dem Heiligtum. Und dort befand sich die Bundeslade oder auch Gnadenthron genannt. Und einmal im Jahr musste der hohe Priester dort hineingehen, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Es gab keine Vergebung keine vollkommene Vergebung, sondern Sühne vor Gott zu erwirken, damit Gott in seiner Gerechtigkeit, und das ist das Entscheidende, sich seinem Volk weiter zuwenden konnte, beziehungsweise es segnen konnte, seine Güte ihm zufließen lassen konnte. Gott, unser Gott, ist ein Gott, der gerne segnet. Das bedeutet, der Gutes, die seine Güte, all das Gute, das von ihm ist, das bei ihm ist, aus seiner Herrlichkeit, dass es zu uns Menschen kommt. Gott möchte uns Menschen Gutes tun. Das ist seine Absicht. Aber es verhindert ihn, es zu tun, wenn wir durch Sünde, durch unsere Übertretung, durch unsere Abwendung ihm gegenüber äh, dieses blockieren. Und deshalb hat Gott diesen hohen Priester bestimmt, Aaron, und dann später seine Söhne eingesetzt, um einzutreten, um Versöhnung bzw. Sühnung zu erwirken. Dieser Hohe Priester schlachtete Tiere und nahm das Blut der Tiere und erwirkte zunächst Sühnung für sich selber und sein ganzes Haus, weil er selber Sünde in seinem Leben war und Übertretungen geta getan hatte und er musste Sühnung erwirken zunächst für sich nach den genauen Ordnungen Gottes und er musste peinlichst darauf achten, dass er auch alles richtig äh, gemacht hat und jedes jede Kleinigkeit erfüllt hat, weil Gott so heilig ist und Gott macht es deutlich, indem er sagt, wenn das nicht alles in dieser Klaren, einzigartigen Weise geschieht, weil Sünde so verheerend ist in Gottes Augen und so zerstörerisch, dann konnte der Hohepriester nicht überleben. Und deshalb waren Glöckchen an seinem Gewand, damit das Volk wusste, ob er noch lebt, wenn er im Allerheiligsten war. Und wenn er denn gestorben war, war eine Schnur an seinen Fuß gebunden, ein Seil, und man zog ihn dann heraus. Weil jeder, der dann danach hineingehen würde ins Allerheiligste, genau das Gleiche erfahren würde. In Gottes Heiligkeit kann kein sündiger Mensch bestehen. Dieses Versöhnungsfest oder dieser Versöhnungstag oder diese Sühnung, die der hohe Priester erwirkte, war die Voraussetzung für den Segen, den Gott bestimmt hat für sein Volk. Gott wollte das Volk Israel segnen und will es segnen und er will jeden Menschen segnen. Die Voraussetzung ist, dass wir in Verbindung mit ihm treten bzw. diese Sühnung oder noch besser Vergebung erleben. Dieser Segen, den Gott bestimmt hat für sein Volk Israel, den finden wir aufgeschrieben, den sogenannten Aaronitischen Segen in 4. Mose 6, Vers 24 bis 27. Ich möchte ihn kurz lesen und wir wollen den betrachten, weil er so entscheidend ist. Der Herr, heißt es da, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir Frieden. Aaron und nachfolgend seine Söhne waren dazu bestimmt, diesen Segen über dem Volk Gottes auszusprechen. Dieser Segen war von Gott in seinen Mund gelegt worden. Jedes Wort dieses Segens. Nicht weniger und nicht mehr, sondern genau das, und Gott legt hier fest, genauso will ich mein Volk segnen. Das soll meinem Volk widerfahren. Es war nicht eine Idee von Aaron oder von Mose, vom Hohen Priester, ein Wunsch, sondern es war das, was Gott bestimmt hat, das will ich tun. Segen bedeutet unvollstellbare, die unvollstellbare Wirkung der Kraft Gottes zum ganzheitlichen Heil. Jesus ist dazu bestimmt. Diesen Segen in vollkommener Weise uns Menschen zu bringen. Aaron konnte das nur in unvollkommener Weise tun. Er war von Gott eingesetzt und berufen, für das Volk zu opfern und Sühnung damit zu erwirken, um die Stämme zu segnen. Aber Jesus zeigt uns die Bibel gerade im Hebräerbrief: Jesus ist der vollkommene hohe Priester. Er hat sich, nachdem er sich als vollkommenes Opfer am Kreuz dargebracht hat, aus dem Grab erhoben. Er ist auferstanden. Und er ist dann in das vollkommene, das sagt uns der Hebräerbrief, ich habe die Stelle gelesen, in das vollkommene, Wirklicher, allerheiligste hineingegangen, nämlich die Wirklichkeit der himmlischen Welt. Und er hat sein eigenes Blut dargebracht. Er hat nicht das Blut von Kälbern und Böcken dargebracht wie Aaron, sondern er selber ist das Opfer gewesen. Und zwar ein Opfer ohne irgendeinen Makel. Er hatte keine Verbindung zur Sünde. Er musste nicht leiden und sterben als Strafe für seine Sünde, sondern er starb als Strafe für meine Sünde, für deine Sünde, für ihre Sünde. Er hat das Gericht für mich und für dich und für sie und der ganzen Welt auf sich genommen und mit seinem Leben dafür bezahlt. Aber es ist wichtig. Dass er nicht nur das getan hat, sondern es ist so zentral wichtig, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Denn der hohe Priester musste dieses Sündungs Versöhnungsblut vor dem Thron, vor dem Altar Gottes, vor dem Gnadenthron darbringen. Und das hat Jesus getan nach seiner Auferstehung. Er ist hineingegangen ins Allerheiligste, in das wirkliche Allerheiligste. Die Stiftsütte war ja nur ein Abbild, ein Schatten auf das hin, was in dem Himmel in Wirklichkeit existiert. Und er ist dorthin gegangen und hat sein Blut dargebracht und hat völlige Versöhnung, Vergebung erwirkt, die ein für alle Mal gilt die auf Ewigkeit Gültigkeit hat, damit der Segen zu uns kommt. Damit der Segen zu dir und zu mir kommt, damit der Segen zu jedem Menschen kommen kann. Jesus ist der göttliche Segen in Person. Von dem Moment an, als Jesus dieses sein Blut dargebracht hat, ist Versöhnung möglich, ist Vergebung möglich. Und jeder Mensch, der in, mit ihm in Verbindung tritt, so steht es geschrieben in Hebräer, im, in dem Vers, den ich gelesen habe, dass er nämlich hineingegangen ist, beziehungsweise dass er im Himmel vor dem Thron der Gnade ist, der Gnadenthron. Und dass von ihm Gnade fließt, beziehungsweise er der Vermittlung, Vermittler ist. Jeder, der zu ihm kommt, dem Mittler, der wird von Gott Leben erfahren, der wird von Gott gesegnet werden. Von ihm geht dieser Segen aus. Jesus möchte dich segnen. Und er hat die Grundlage dafür geschaffen, zu segnen. Und wie dieser Segen aussieht, das zeigt uns hier der aaronitische Segen. Und Jesus tut das in vollkommener Weise, in vollkommener Form, segnet er. Und wir wollen diesen Segen betrachten. Da heißt es, dass der Herr segnet dich. Der Herr segne und behüte dich. Segen, das Wort oder der Begriff, bedeutet, mit der heilvollen Kraft, übernatürlichen Kraft Gottes in Berührung zu kommen, beziehungsweise, dass die heilvolle Kraft Gottes in deinem Leben wirksam wird. Die Auferstehung Jesu bedeutet letztendlich, hat diese Auswirkung, dass seine heilvolle Kraft, in deinem Leben wirksam wird. Seine übernatürliche Kraft wird in deinem Leben wirksam. Der Herr segne und behüte dich. Segen ist Kraft, die Quelle ist Gott und es dient zum Heil. Es dient zum, zuallererst dazu, dass, du, dass jeder Mensch, der mit diesem Segen in Berührung kommt, das Heil Gottes, die Erlösung von der Sünde erlebt, nämlich Vergebung der Sünde und Versöhnung mit Gott. Und wenn das geschehen ist, dann ist es möglich, dass all das Gute, das Gott für dich hat, das Gott für uns Menschen hat, in deinem Leben wirksam wird. Die Bibel zeigt uns, dass das Gegenstück zum Segen, nennt es Fluch. Und Jesus wurde zum Fluch für uns, so steht es geschrieben. Damit der Segen auf uns kommt. Er wurde zum Fluch für mich und für dich am Kreuz. Und er ist auferstanden, damit der Segen, nämlich die Kraft zum Heil, in deinem und meinem Leben wirksam wird. Fluch ist eine Kraft, die Zerfall und Zerbruch und Zerstörung bewirkt. Fluch wird uns beschrieben in 5. Mose, Kapitel 28. Ihr könnt das lesen, in die Verse 15 bis 48. Aber der Segen wird uns vorher beschrieben in den Versen 1 bis 14 in 5. Mose 28. Und Gott spricht dann weiter in 5. Mose 30, 15. Er spricht dann und sagt, ich habe vor, vor euch gelegt den Segen. Und er sagt dann, was Segen bedeutet. Ich habe euch vor euch ausgebreitet den Segen, nämlich das Leben und das Gute. Und ich habe vor euch ausgebreitet den Fluch, nämlich den Tod und das Böse. Aber ich fordere euch auf, erwähle doch das Leben, erwähle doch das Gute. Es ist somit unsere Entscheidung, was wir erwählen. Gott überlässt es uns, er breitet es aus und er schafft die Möglichkeit. In der Auferstehung Jesu Christi hat Gott die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Mensch Leben empfangen kann, und zwar ewiges Leben, das niemals mehr stirbt, dem Tod nichts anhaben kann. Deshalb sagt Gottes Wort, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat es ermöglicht, dass jeder Mensch das Leben ergreifen kann, und das ist die Fülle des Segens Gottes, das ist Vergebung aller Sünde und Schuld, weil Jesus für deine Schuld eingetreten ist. Erwähle doch nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Gottes Segen hat, ist wirksam, nicht nur in deinem und meinem Leben. Gott sagt, ich will segnen. Es gibt Segne, Segenslinien, die Bibel zeigt uns das. Ich will segnen bis ins tausendste Glied. Bedeutet, ich will, wenn du diesen Segen in deinem Leben in Anspruch genommen hast, wenn du dich mit Jesus verbunden hast, dann hat das Auswirkungen der Güte und der Gnade und der Kraft Gottes auf deine Kinder und Kinder und Kindeskinder und deren Kinder und deren Kinder und deren Kinder bis ins tausendste Glied. So kraftvoll ist der Segen, den Jesus schenkt. Er ist erlebt für ewig. Als hoher Priester, so sagt es uns die Bibel, wir haben es gelesen, um die zu segnen, die ihn als Vermittler in Anspruch nehmen. Der Herr segne dich und behüte dich. Segen bedeutet, dass Gott uns behütet, dass Jesus unser Behüter ist, uns Bewahrung schenkt, und zwar in ganzheitlicher Hinsicht. Hier auf der Erde physisch, aber auch hier auf der Erde geistlich. Seine Fürsorge, seine Bewahrung, ja lebenserhaltender Schutz. Kein Mangel an dem, was du zum Leben, was ich zum Leben brauche. Im Gegenteil, die Bibel macht deutlich, mein Becher fließt. Über. Das ist Kraft des Segens, nämlich Bewahrung und Behütung. Er bewahre deine Seele, dass du an Gott bleibst, dass du nicht abfällst, dass du in Versuchung standhaft bist, dass du ganz nah an Gott immer dran bleibst. Er bewahrt und behütet uns vor allem Übel, sagt die Bibel. Der Herr segne dich und behüte dich. Jesus ist im Himmel als hoher Priester und er ist da und segnet mich. Ich bin so froh, sein Kind zu sein und ich weiß, die Kraft eines, seines Segens ist, ist wirksam in meinem Leben, weil er auferstanden ist, weil er lebt und weil er mich liebt und weil ich sein Kind bin. Er bewahrt mich vor allem Übel hier auf dieser Erde und er bewahrt mich geistlich, dass ich an ihm dranbleibe und, und am Ende bei ihm sein werde, und zwar in Ewigkeit. Als zweiter Segen wird uns hier genannt, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gottes Angesicht bedeutet, wo Gottes Angesicht aufleuchtet, da ist Gottes Gegenwart, da ist er anwesend. Wenn ich in das Angesicht eines Menschen in dein Angesicht schauen kann, dann musst du hier sein. Das bedeutet, seine Nähe ist da. Und dieser Segen heißt Gottes Gott möge sein Angesicht über dir leuchten lassen. Das heißt, seine Gegenwart ist hier, er ist bei dir. Er umgibt dich. Und zwar in einer Haltung von Wohlwollen und von Gunst. Jesus ist für dich. Wenn Gottes Angesicht über dir leuchtet, aufstrahlt, sein Lächeln ist über dir. Sein Wohlwollen, seine Gunst, seine Güte, und zwar ganzheitlich, soll wirksam werden in deinem Leben. Und zwar in deinem Leben, in deinen Kindern und Kindeskindern und deren Kindern und deren Kindern. Wenn Gottes Angesicht über deinem Leben leuchtet, über meinem Leben leuchtet, dann bedeutet das, dass ich sein Wohlwollen sehr gut wahrnehmen kann. Ich weiß, Gott ist bei mir. Gott ist um mich herum. Er umgibt mich. Und das gibt mir ein Gefühl der Freude der Geborgenheit, des Trostes, der Sicherheit. Gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben. Ich war heute Morgen im Supermarkt und äh, jeder soll Abstand halten und da gab es keinen Abstand, der war so gepackt voll äh, äh, und die Leute waren näher als 50 Zentimeter beieinander. Aber ich dachte mir, ich, ich habe kein Problem damit. Nicht, weil ich leichtsinnig bin, ich konnte gar nichts anderes tun. Aber mir war bewusst, Gott ist bei mir. Er ist wirksam. Seine segnende Kraft, übernatürlich segnende Kraft, ist in meinem Leben wirksam. Und darauf kann ich vertrauen. Das gibt mir Halt und Trost und Sicherheit. Und diese Sicherheit will Gott uns allen geben. Er ist auferstanden und er ist unser hoher Priester, der in Ewigkeit lebt und und der Drohn, auf dem Thron der Gnade sitzt und uns beschenkt. Sein Angesicht leuchte über dir und er sei dir gnädig. Gnade bedeutet, das Gute von Gott zu empfangen, das ich nicht verdient habe. Ich empfange, ich bekomme all das Gute, ich habe es nicht verdient. Und ich bleibe verschont von der Strafe. Von dem Bösen, das ich eigentlich verdient habe. Und diese Kraft spricht Jesus aus, der unser hoher Priester ist, der vollkommene hoher Priester. Er sagt: Ich segne dich und behüte dich. Ich lasse mein Angesicht über dir leuchten und ich bin dir gnädig. Und als drittes sagt er: Ich erhebe mein Angesicht auf dich und ich gebe dir frieden der bekannte prediger spurgeon er ich zitiere ihn er hat gesagt dass diese, diese drei segnungen darauf hindeuten weil dreimal immer wieder vor jeder segnung steht der herr der herr der herr jahweh 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 dreimal dass es hindeutet auf die Dreieinigkeit Gottes, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so sagt er zu dieser dritten Segnung, er sagt sein Zitat von, ein Zitat von, von Spurgeon, der dritte Segen ist sicherlich der des Heiligen Geistes. Nämlich, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Er bringt es in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der auf Menschen kommt. Dass Gottes Angesicht über dir leuchtet, ist eine Sache. Aber es ist etwas anderes und gewaltigeres, dass er sein Angesicht auf dich erhebt. Wenn Gottes Angesicht über mir leuchtet, über dir leuchtet, in dieser Bedeutung, Gott ist für mich. Er, er Tut alles, damit ich in seiner Güte gedeihe und dass seine Güte in meinem Leben und sein Wohlwollen gießt er ausförmlich auf mein Leben. Und das ist etwas sehr Erfreuliches, sehr Erhebendes, sehr Tröstendes. Gibt mir Sicherheit, Geborgenheit. Aber wenn Gott sein Angesicht auf mich erhebt, auf dich erhebt, dann ist es ein Geschenk seiner Gegenwart in deinem Leben nicht entfernt irgendwie von dir, sondern ganz geballt die Gegenwart des Heiligen Geistes auf dir, auf mir, auf Menschen. Gott ist nicht nur für dich, es bedeutet, Gott ist mit dir. Gott ist bei dir, direkt, in dir. Er, und zwar morgens, er ist gegenwärtig. Wenn du aufwachst am Morgen, wenn du dich abends zu Bett legst, er ist da. Während deinem Alltag, Gott ist da. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und das ist ein Segen, den Jesus schenkt. Unser hoher Priester, der alle Zeit lebt und fürbittend für all die Eintreten, eintritt und segnend für all die eintritt, die ihn als Vermittler anrufen. Die Nähe des Heiligen Geistes ist in einer unvorstellbaren Dichte, seine Gegenwart in einer unvorstellbaren Dichte in deinem Leben. So sehr, so stark, dass die Wirklichkeit seiner Liebe, die Wirklichkeit seiner Freude, seiner Herrlichkeit förmlich greifbar ist in deinem Leben. Wir erleben das manchmal leider nur. In bestimmten Zeiten. Aber der Segen Gottes, der Segen, den Christus Jesus für dich hat, bedeutet, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der Heilige Geist komme mit seiner Gegenwart, sodass die Herrlichkeit Jesu Christi in deinem Leben immer mehr offenbar wird. Und letztlich geht es da um Gott selber, um ihn selber. Der Heilige Geist bringt. Gott in unser Leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Es bedeutet, dass Gott zu deiner ganzen Erfüllung wird. Und das wiederum bedeutet, dass du vollkommene Befriedigung in der Gegenwart Gottes erlebst. So wie David es ausdrückt in einem Psalm, es gibt kein Glück für mich außer dir, Herr. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Heilige Geist ist der Tröster und er bewirkt Frieden. Wo er ist, da ist Friede und Freude und Gerechtigkeit. Der göttliche Friede bedeutet eine Geborgenheit, die völlige Geborgenheit in Jesus, die völlige Sicherheit in Jesus die völlige Ruhe, zur Ruhe kommen in Jesus, weil er alles getan hat. Deshalb wird dieses Wort Shalom aus dem hebräischen Friede auch oftmals verwendet, beziehungsweise als Synonym für Erlösung. Der Mensch, der erlöst ist, hat Friede mit Gott. Gott möchte uns diesen Segen schenken. Gott möchte, dass jeder Mensch diesen Segen empfängt. In Vers 27 sagt Gott hier dann in 4. Mose 6: Wenn ihr so den, meinen Namen auf mein Volk legt, wenn du so meinen Namen auf mein Volk legst, dann will ich sie segnen. Gott will Menschen segnen. Jesus ist auferstanden. Damit der Segen auf jeden Mensch kommt, damit sein Heil auf jeden Menschen kommt, damit seine Güte und Wahrheit und Treue und Liebe und seine Freude in das Leben von jedem Menschen kommt. Er ist gekommen, damit du Vergebung erlebst und Versöhnung mit Gott. Ich bin so dankbar, dass mir vergeben ist. Ich bin so dankbar, dass ich jemand habe im Himmel, meinen hohen Priester Jesus der mir Vergebung geschenkt hat, der mich erlöst hat und der, von, von, der über meinem Leben wacht. Ich muss gar nicht Tag und Nacht beten und mir Sorgen machen. Ich weiß, da droben, da sitzt jemand und das ist der Allerhöchste, Jesus Christus, der Auferstandene. Und er sorgt sich um mein Leben und er sorgt sich um jedes Leben, er sorgt sich um dein Leben. Und er befiehlt förmlich, dass der Segen auf dich kommt, wenn er dein Vermittler ist, wenn er dein hoher Priester ist. Und ruft hinein in mein Leben und möchte es in jedes Leben hineinrufen und in deins, wenn Jesus dein Herr ist. Der Herr segne dich. Aber es ist nicht nur wie der hohe Priester Aaron als Mensch, der die Worte Gottes spricht, sondern er selber ist die die, der Segen in Person. Er ruft hinein in mein Leben und in dein Leben. Ich segne dich und behüte dich. Ich lasse mein Angesicht über dir leuchten und bin dir gnädig. Ich erhebe mein Angesicht auf dich und ich gebe dir Frieden. Was gibt es Größeres? Dir und deinen Kindern. Und deinen Kindeskindern und deren Kindern und deren Kindern und deren Kindern bis ins tausende Glied. Wo ist solch ein Gott? Wie gewaltig ist die Auswirkung dieser Auswirkung seiner Auferstehung? Und ich empfinde, dass der Heilige Geist zu uns heute Morgen, jeder der zuhört, genau das sagt, was Gott zu seinem Volk gesagt hat vor, vor über 6000 Jahren. Erwähle nun das Leben. Erwähle nun den Segen. Und aus der vollendeten Erlösung durch Jesus Christus, aus dieser Warte gesprochen, erwähle doch Jesus als deinen hohen Priester und erlebe die gewaltige Kraft der Auferstehung des Segens Gottes in deinem Leben. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Für das, dieses herrliche Gut, das du uns bereitet hast. Ich danke dir für Jesus. Ich preise dich, Jesus, für deine Auferstehung. Und danke dir, dass du mein hoher Priester bist. Danke dir, dass du für mich eingetreten bist und es immer noch tust, jeden Tag, jede Minute, morgens, mittags, abends, Tag und Nacht, Herr. Ich danke dir für diese Geborgenheit. Und ich bete, Herr, dass du gerade jetzt in jedem, der das hört, der dein Wort hört, wirkst. Und ich bete, Herr, dass du an die Herzen klopfst, weil du segnen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass, dass viele Menschen ganz neu an diesem Morgen deine Hand ergreifen, dich als hohen Priester ergreifen, Herr. Dich als Vermittler annehmen. Ich bitte dich darum, schenke du, wirke du jetzt gerade. Und wenn, wenn hier Menschen zuhören heute Morgen und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann kannst du das jetzt gerade tun. Gott sagt: Erwähl doch das Leben, erwähl doch Jesus, der das ganze Gericht für dein Leben auf sich genommen hat und dein hoher Priester sein will. Dann tu es doch einfach, indem du Jesus anrufst, jetzt gerade. Sprich mir doch einfach nachher: Jesus, ich bete und bitte dich, dass du mir meine Sünde vergibst. Ich danke dir, dass du für mich auferstanden bist und lebst, dass du dein Blut zur Sühnung und Vergebung meiner Schuld und Sünde dargebracht hast vor Gott, dem heiligen Schöpfer, und dass du mich erlöst hast. Und ich bete, dass du mich jetzt annimmst als dein Kind. Ich ergreife deine Hand. Du sollst mein hoher Priester sein. Und ich empfange jetzt die Kraft deines Segens. Ich empfange jetzt deinen Segen aufs Neue für mein Leben. Amen. Amen. Ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest, schöne Feiertage. Und wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich doch an uns. Auf der Homepage ist unsere Adresse unter biblische Gemeinde Büdingen. Und ähm, gerne wollen wir Ihnen darauf antworten. Auf Wiedersehen.